Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und auch bei diesem neuen Video eingeschaltet habt. Ich möchte mit euch heute über ein Buch lesen, das ich noch in meinem letzten Video erwähnt habe, dass ich es lesen muss, schrägstrich will, in diesem Monat. Und natürlich spreche ich von Rarity. Ich habe euch ja Rarity und Maybe Someday von Colleen Hoover vorgestellt. Aber das Video verlinke ich euch hier oben. Da könnt ihr gerne noch mal drauf schauen, warum ich genau dieses Buch gelesen habe. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Ich muss nämlich ganz, ganz dringend mit euch darüber sprechen. Und ja, ich weiß, ich bin ein Jahr zu spät dran. Aber das hatte seine Gründe, die ich euch jetzt noch mal erläutern werde. Das Buch ist genau zu einem Zeitpunkt erschienen, als ich mit Marla gerade hochschwanger war. Und eigentlich wollten wir es in einer Leserunde lesen, aber ein paar Freundinnen von mir, die es schon vorab gelesen hatten, haben mir ans Herz gelegt, es nicht zu tun. Wie bereits erwähnt, war ich in meiner Schwangerschaft sehr, sehr sensibel und sehr, sehr nah am Wasser gebaut, wodurch meine Freundinnen sagten, da sind sehr, sehr hochsensible Thematiken drin. Ich soll es bitte nicht tun. Ich soll ihnen vertrauen und es nicht tun. Da ich meine Mädels schon über 15 Jahre kenne und die mich auch sehr gut einschätzen können, habe ich ihnen vertraut und habe gesagt, okay, ich lese es nicht. Ich warte bis irgendwann, bis meine sensible Zeit etwas vorbei ist. Okay, sie ist nie vorbeigegangen. Ich bin seit der Schwangerschaft oder seit der Geburt auch immer noch emotional ohne Ende. Aber das ist ein anderes Thema. Ich hatte sogar 2018 schon von dem Buch gehört. Da ist es aber auf Englisch in Originalsprache erschienen. Und ich glaube, mich richtig zu erinnern, dass damals Colleen Hoover das im Self-Publishing durchgezogen hat. Eben weil die Thematik in dem Buch so, ja, speziell ist, dass sich da irgendwie kein Verlag dran getraut hat. Ich weiß es nicht genau. Aber hier bei uns im Deutschen hat es der Bold Verlag gemacht, beziehungsweise ist Bold ja ein Unterverlag von DTV, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich habe das Buch gestern Morgen angefangen und gestern Abend beendet, weil es einfach so ein Brain-F-Punkt für mich war. Ich konnte es einfach nicht zur Seite legen. Ich hatte das Glück, dass Marla sehr, sehr schön mit sich selbst gespielt hat und es ihr gereicht hat, dass ich mich einfach nur neben sie setze auf den Boden. So konnte ich das Buch auch ganz in aller Ruhe lesen, halbwegs. Und ja, es hat mich einfach nicht losgelassen. Ich habe auch die ganze Nacht mir Gedanken gemacht über dieses Buch und sagte mir, du musst da jetzt ein Video zu drehen. Du musst dir das von der Seele reden, weil es einfach dich so schockiert, mitgenommen und krankerweise auf der anderen Seite auch so begeistert hat, dass du mit jemandem darüber sprechen musst. Ja. Und die Person, mit der ich normalerweise über Bücher rede, hat das Buch abgebrochen. Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, warum ich geschockt und fasziniert gleichzeitig war. Aber ja, habe ich gedacht, so, jetzt setzt du dich morgen früh vor die Kamera und erzählst was über dieses Buch. Gesagt, getan. Aber fangen wir doch jetzt einfach mal ganz simpel an, um was es in dem Buch geht. Wir begleiten Laurel Ashley. Sie ist eine angehende Autorin, die allerdings nicht besonders viele Bücher verkauft, nicht besonders bekannt ist und auch irgendwie nicht groß dahinter ist, was daran zu ändern. Das hatte allerdings auch den Grund, dass sie ihre kranke Mutter pflegen musste und deshalb nicht mehr groß zum Schreiben kam. Jetzt ist die Mutter gestorben. Sie soll aus der Wohnung raus. Ja, ihr Liebesleben ist jetzt auch nicht nennenswert. Sie hatte was mit ihrem Agenten am Laufen und ja, er hat nicht mal gefragt, wie es ihr geht, geschweige denn, ob er ihr irgendwie helfen kann nach dem Tod seiner oder ihrer Mutter und ach ja, auf jeden Fall fragt er wirklich gar nichts nach ihr, was den privaten Bereich angeht. Ja, eines Tages ruft er sie allerdings an und sagt, sie soll in die Agentur kommen, es gäbe da etwas zu besprechen.
Ja, auf dem Weg dorthin hat sie mal wieder eine schöne Schippe Unglück und begegnet dabei Jeremy. Der hilft ihr auch aus der Patsche und in der Agentur stellt sich raus, dass er der Mann von einer ganz, ganz, ganz berühmten Autorin ist, Verity Crawford. Und die schreibt, ja, ich sag mal, antagonistische Bücher, also wirklich Bücher über richtige Bösewichte, die aber irgendwie auch der Held in der Geschichte sind. Also ganz, ganz, ganz weird. Ja, Rarity liegt aber seit einem Unfall im Koma, beziehungsweise ist ans Bett gefesselt und kann die Reihe nicht abschließen. Ich glaube, es sind noch 3 Bände, die geschrieben werden müssen. Und deshalb wendet sich Jeremy an Lowells Agentur und bittet die Agentur, dass sie die Bände quasi für Verity weiterschreibt als Co-Autorin. Natürlich ist sie da erstmal nicht dran interessiert, weil, ich muss mal kurz die Seite wechseln, es ist jetzt schwer. Natürlich ist sie erstmal nicht begeistert, weil sie sich nicht vorstellen kann, warum jemand wie Verity, jemand wie Verities Mann davon ausgehen könnte, dass so eine kleine Autorin eine so riesige Reihe zum Abschluss bringen könnte. Das wäre jetzt vergleichsweise so, als würde ich, kleine Self-Publisherin, auf einmal gesagt bekommen, ja, du schreibst jetzt mal die Crescent City-Reihe von Sarah J. Maas weiter. Mhm, genau. Ich würde dann auch da sitzen und sagen, wo ist denn die versteckte Kamera? Auf jeden Fall kommt es dann doch so, dass sie dem Ganzen eine Chance gibt und zusagt und dann bei Jeremy und Rarity einzieht. Ja, die beiden verstehen sich sehr gut. Er hat noch einen kleinen Sohn, mit dem kommt sie eigentlich auch sehr gut klar. Sie darf dann im Arbeitszimmer von Rarity die Unterlagen durchgehen und ja, soll halt gucken, ob es da irgendwo was gibt als kleine Anmerkung, wie Verity es sich vorgestellt hätte, wie es mit den Bänden weitergeht. Sie stößt allerdings auf ein anderes Manuskript, das sich als Autobiografie von Verity rausstellt. Und was da drin steht, ja, ändert auf einmal die Sicht des Buches komplett. Ja. Soweit ohne Spoiler. Ich bin mir jetzt unschlüssig, ob ich jetzt ohne Spoiler weitermachen soll. Eigentlich war das Video komplett spoilerfrei geplant. Aber es gibt so ein paar Sachen, die ich eigentlich mit euch besprechen möchte. Und ich würde sagen, wir machen hier jetzt mal einen Cut. Ich sage jetzt, wer nicht gespoilert werden möchte, schaltet jetzt aus und guckt sich so die letzte Minute an. Ich mache einfach ein Zeichen und dann könnt ihr wieder einschalten. Oder ich winke einmal, wenn ihr nochmal einschalten könnt. Dann macht ihr einfach nur mal kurz den Ton aus. Ja, so. Also, in der Autobiografie von Rarity schreibt sie ja explizit die Kennenlerngeschichte von ihr und Jeremy auf. Sie sagt, was sie empfunden hat, als sie plötzlich schwanger war. Sie sagt, dass sie die Zwillinge gar nicht liebt. Dann später liebt sie nur den einen, aber den anderen nicht. Und beschreibt im Endeffekt sogar, dass sie Angst hat, dass der eine Zwilling den anderen umbringt. Und weil das dann wirklich passiert, wobei nicht bewiesen ist, dass es der andere Zwilling war, bringt sie Zwilling 2 um. Also ich habe da wirklich gesessen, habe gedacht, what the fuck, was geht denn hier ab? Am Anfang denkst du so, die arme Rarity, sie liegt im Koma oder kann sich auf jeden Fall nicht wehren. Ich wechsle mal nochmal. Sie ist an ihren Körper und ans Bett gefesselt, kriegt noch vielleicht alles mit, aber kann sich halt nicht zur Wehr setzen oder helfen oder artikulieren. Und dann
Dadurch, dass Lauren diese Autobiografie immer so schrittweise nur liest, denkst du dann immer so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich hatte wirklich zwischendurch immer Angst, dass die auf einmal im Türrahmen steht und Laurels Messer in den Hals rammt. Und als wir dann an der Stelle waren, als Rarity beschreibt, wie sie den zweiten Zwilling ertrinken lässt. Oh. Mich hat es echt geschüttelt. Das ist für mich einfach unvorstellbar. Allein der Gedanke, sowas passiert aus Versehen, dass du mit zwei Kindern unterwegs bist und kannst nur eins retten, aber das dann noch mit Absicht zu machen und dann am Schluss eben diese große Auflösung, dass sie das nur als Schreibübung geschrieben hatten, dass es eigentlich gar nicht so war. Also ich habe wirklich die ganze Zeit nur da gesessen. What the fuck? What the fuck? Was geht denn jetzt ab? Ich konnte das Buch einfach nicht mehr zur Seite legen und ich meine, das macht ein gutes Buch aus. Sind wir mal ehrlich, aber ich glaube, ich war wirklich lange nicht mehr so verblüfft, gefesselt, entsetzt, schockiert, alles gleichzeitig, positiv wie negativ, von einem Buch. Ich bin darauf gestern Abend nicht klargekommen und die hat das die ganze Nacht noch weiterverarbeitet. Also, puh, holla, die Waldfee. So, ich wink jetzt nochmal. Ihr dürft jetzt nochmal mit an Bord kommen. Ich hoffe, das hat irgendwie funktioniert. Ja. Jetzt habe ich mich so in Rage geredet in meinem Spoiler, dass ich den Faden verloren habe. Nein, dass ich jetzt erstmal nochmal runterkommen muss. Es ist wirklich so. Ich würde das Video jetzt an dieser Stelle auch beenden. Es ist alles gesagt, was ich sagen wollte. Aber ich würde euch bitten, schreibt mir in den Kommentaren oder gerne auch als Privatnachricht, um andere vielleicht nicht zu spoilern, wie ihr das Buch empfunden habt, was das Buch mit euch gemacht hat, was ihr über das Buch denkt. Es interessiert mich wirklich brennend, weil die Meinungen einfach so auseinandergehen, von ich musste das Buch abbrechen bis zu ich habe es gefeiert bis zu ich habe es gehasst. Also lasst mir bitte einen Kommentar da oder schreibt mir gerne bei Instagram und tauscht euch mit mir aus. Ich bin da echt heiß drauf. Es ist wirklich so. Ja, ansonsten war es das jetzt von mir. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Wir haben jetzt heute Donnerstag. Vielleicht geht das Video heute Abend noch online, vielleicht aber auch erst morgen. Ansonsten, da wir am Wochenende mit den Mädels auf die MagicCon fahren, werde ich nicht so oft online sein, beziehungsweise euch aber auf meiner Instagram-Story oder in meiner Instagram-Story mit durch das Wochenende nehmen. Wen es interessiert, Stars und Sternchen aus Fantasy-Filmen und verrückte Cosplays und Co. zu sehen, switcht gerne mal zu Instagram. Ich werde vermutlich auch die Kamera mitnehmen und werde einen kleinen Vlog drehen. Da habe ich schon mal einen gedreht, den blende ich euch gerne nochmal hier ein. Das war die MagicCon 2018. Und ansonsten hören wir uns einfach nach der Con wieder. Bis dann!